Der stadtbekannte Pferdefleischhauer hat wieder offen. Nach einer kurzen Corona-Pause startete der neue Geschäftsführer Helmut Hüfinger mit neuen Angeboten im Sortiment durch. Mehr als 35 Jahre lang gab es beim Schuller Spezialitäten vom Pferd. Dann kam die Corona-Krise und der Inhaber sah sich von heute auf morgen damit konfrontiert, dass alle Kunden ausblieben und so war nach über 3 Jahrzehnten Schluss. Einer, der das nicht einfach so hinnehmen wollte, war Helmut Hüfinger, der 36 Jahre bei der Fleischhauerei Schuller angestellt war. Ich habe bei der Firma Schuller gearbeitet, habe dort gelernt, habe die Produktion übergehabt und die Firma Schuller ist leider in Konkurs gegangen und jetzt möchte ich die Tradition weiterführen und unseren Pferdeleberkäse den Menschen anbieten. Wir lassen produzieren in Oberösterreich nach unserer Rezeptur und ja, er ist einfach geschmacklich. Mir schmeckt er besser. Die Leute sollen selber bewerten, wie er ist. Kommt und das kosten. Das ist eine Geschmackssache. Ja. Also für mich, ich bin generell ein Leberkäse-Fan. Ja. Und ich esse gerne einen Käse-Leberkäse, einen bekannten Leberkäse. Und ja, für mich ist es einfach vom Geschmack her ist ein bisschen anders als ein normaler Leberkäse und darum habe ich ihn eigentlich recht gern. Ja, Pferdefleisch ist natürlich was ganz Besonderes, was für Liebhaber, weil mit ganz eigenen und sehr viel Geschmack. Und die Pferdeleberkäse-Semmel ist natürlich ein Klassiker, auch in Schwechat. Ich esse Pferdeleberkäse sehr, sehr gerne. Ist ja heutzutage gar nicht mehr so, was man überall bekommt. Und Pferdefleischhacker Schuller war eine Institution, ist leider durch Corona jetzt Konkurs gegangen. Umso bemerkenswerter ist es, dass der Herr Hüfinger sich da selbstständig gemacht hat und das Geschäft hier weiterführt. Und ja, das ist was ganz Tolles und ich seitens der Stadtpolitik freuen wir uns, dass das wieder gibt. Wir sind froh, dass es weitergeht nach dem Herrn Schuller. Weil ja, es ist nicht jeder mobil und nicht jeder hat ein Auto, damit er in irgendein Einkaufszentrum fährt. Und darum ist uns wichtig, dass wir möglichst flächendeckende Nahversorgung haben und die Leute um die Ecken einkaufen gehen können. Einen klassischen Fleischhauer, wo man reingeht und sich geschwind eine Semmel mitnimmt oder auch die Schnitzel fürs Wochenende klopfen lässt, gibt es in Schwechat leider nicht mehr, nur mehr in den Supermärkten. Umso stolzer sind wir darauf, dass dieser Traditionsfleischhauer, den es ja schon viele Jahre gegeben hat unter dem Namen Schuller, jetzt übernommen wurde mit dem zweiten Geschäft, das der Schuller zugespielt hat, in Wien im 21. Bezirk. Und eben Schwechat hat er sich ausgesucht als zweites Standbein. Und hier wird es den traditionellen Pferdeleberkäse und auch diverse andere Produkte aus seiner Palette weiterhin geben. Und der Pferdeleberkäse, ich weiß jetzt gar nicht, ob er der Urleberkäse war, ich weiß es nicht, aber irgendwie ist es was sehr Traditionelles. Jetzt muss ich der Ordnung halber dazu sagen, dass ich ihn üblicherweise nicht esse, weil ich eine Reiterin war und eine große Pferdefreundin bin und meine älteste Tochter immer noch reiten geht. Und ich glaube, wenn sie diesen Beitrag sieht, wird sie nicht allzu viel Freude mit mir haben. Ich freue mich aber ungeachtet dessen in meiner Funktion, dass wir dieses Geschäft erhalten können. Momentan wird überall zugesperrt. Wir eröffnen jetzt innerhalb von 14 Tagen das dritte oder vierte Geschäft in Schwechat. Ich glaube, dass das ein großartiger Trend ist. Wir zeigen, dass es trotzdem geht. Und gerade ein Fleischhauer braucht eine Stadt, ganz einfach. Kommt der Pferdeleberkäse von glücklichen Pferden? An und für sich schon, ja. Es gibt keine Zucht, es gibt keinen Massentransport von den Pferden. Das sind alles Pferd, was ganz normal in Stall leben, Reitpferde und so Sachen und von da wird das ja gewonnen, sage ich mal. Für seine Kunden hat sich Helmut Hüfinger auch etwas Neues einfallen lassen. Wenn wer ein Grillfest machen will oder eine Grillerei, dass ich das herrichte für einen, einwürze auf Wunsch und zubereite halt. Ja. Die brauchen es dann nur mehr am Griller legen und genießen. Zum Sortiment gehören unter anderem auch Dauerwurst, Extrawurst, Knacker und Polnische. Nachdem das Geschäft jetzt 2,5 Monate geschlossen war, feierte die Fleischerei am 6. Juli ihren großen Neustart. Wir haben neue Öffnungszeiten, jetzt von 8 bis 17 Uhr. Früher haben wir gehabt von 7 bis 15 Uhr, aber ich denke, wenn man bis 17 Uhr offen hat, wenn die Leute von der Arbeit heimkommen, damit sie vorbeikommen auf ein kurzes Nachtmahl oder auf eine Leberkäse-Semmel.